und sprachen Kinder an, denn so, die Forschungskammer habe ich jetzt. Ein Foto! Sehr schön. Erhöhter Schadensplatz sind Anführer für Antipersonenmunition und Elektrizität. Wir glaubten uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Sehr schön. Wir haben uns geirrt. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass ich so viele Fotos wie möglich mache, weil ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel kommen gewisse Gegner nicht einmal mehr vor. Ich hab dich für Geld verraten. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Okay. Ah, und damit ist er auch schon kaputt. Verdammtes Ding! Okay, da ist der da. Moment mal. Ah, jetzt komme ich dann da nicht mehr durch. Du glaubst, du kennst mich? Ah! Hauptsächlich vorher das ganze Gamepunk. Ah, ich weiß schon. Weil. Du glaubst, du kannst mich austricksen! Sicherheitssender, jawohl. Das mache ich jetzt mal kurz. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Ah. Mehrere Motive. Was? Nur halt so wenig. Testing! Ah, was haben wir denn da? Ja, sehr schön. Ich beantworte Panzerchen. Da haben wir noch ein Foto. Forschungskammer, Alter, Schaden! Sicherheitskammer ist uns dafür elektrisch. Okay. So witzig das auch ist, aber. Ist nicht ganz das, was mir gefällt, weil. Ich hätte gern. Telekinese statt dem Sicherheitsding. Cadros Card ist echt hin. Okay, speichern. Und ich glaube, wenn man M drückt und da? Na, da. Wo geht denn das? Forschungsnachrichten? Hinweise, Waffen, Medipacks? Was? Okay, na. Ist leider eine Map, aber ihr habt doch einmal. Okay, wir haben nur ziemlich viel nicht erforscht, aber. Ich finde das gerade ein bisschen schräg. Hey, was haben wir denn da? Die Sicherheitskamera ist irgendwie ein bisschen einseitig. Okay, ich kann nicht mehr Schrott tragen. Ja nicht raus mit der Spritze, die er nicht haben kann. Ich meine, es schaut sicherlich komisch aus, aber diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Okay. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre, jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein.
Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonagh, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Garten Eden. Drüben ist, Dings, den ich gern angreifen möchte. Aber zu dem komme ich nicht. Ja, ja. Aber ich hab schon voll, deswegen mache ich F und zack. Fotos, bitte lächeln für die Kamera, alle miteinander. Wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns. Hallo. Was haben wir denn da? Ups. Was haben wir da? Actionfoto. Ah. Dieb, verraten zu sechsten sind. Das wollte ich unbedingt haben. Was haben wir da? Eve Link, Hackers Delight. Stirb. Und fotografieren wir die Kamera gleich wieder mal. Was haben wir da drauf? C, okay, das ist. Gut, genau, Leichen bringen auch nicht so viele Punkte. Oh. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Fort Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Ist er wieder? Nächste Foto. Okay, ich sollte noch ein bisschen mehr fotografieren, glaube ich. Aber es gibt doch irgendwo... Kann ich doch, glaube ich, nachschauen? Ich will nicht die Karte, ich will... Was will ich denn? Tipp zeigen. Ich hab 3 Spider-Slicer. Achso, da sagt man dann... Hm. Beine auseinander! Not avec moi! Wurscht. Da wir MG-Munition. Sander Cohen, den will ich ehrlich gesagt nicht zu mir einladen. Der klingt mir schon so gefährlich. Okay. Oh. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an... In seiner vornehmen Bude was? Und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auch ewig in deiner Schuld. Nochmal. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Ja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle 2 Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonagh gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Geil. Na, das ist Schrott.
Das heißt, wir werden auch schrotten. Es geht mir nicht um Geld. So leicht durchschaubar. Der Mensch braucht eine Vision und einen Vordenker. Lebt es noch? Jetzt nicht mehr? Okay, umschauen. Was haben wir da? Hey, den Puthäckchen? Ah. Einfach mal so mit Geld. Halt, bis wohin geht die Kamera? Hacken! Das mache ich wieder. Ui, das ist eine kurze Lunte. So. Wir mal kurze Ruhe. Runter. Rüber und rein. Fertig. Blöderweise, ich kann es auch von toten Fotos machen. Aber dann bringt mir das dann am Ende weniger. Das schreckt sich eigentlich gar nichts mehr. Okay, warum habe ich das da gemacht? Da gibt es ja gar nichts mehr. Ui, da gibt's einen Haufen Alkohol zum Trinken. Film, Bandagen. Für dich getan, Vater! Mir zur Freude! Für dich, mein Vater! Moment mal! Ich find dich, du Sünder, und du Sünder! Ich lasse ihn mir von dir! Okay. Da bin ich jetzt halt irgendwie weggebrodelt. Okay. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Okay. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Okay. Immer nehme ich die falschen Waffen rein. Und immer habe ich fast ganz wenig Leben. Ich will in die Toilette rein. Munition interessiert mich nicht. Oha. Einmal. Gibt's da noch was? Okay, nichts mehr. Gut, mein Leben ist auch nicht mehr gerade das frischeste.